Jasmin, ich hab so einen Hunger. Hast du was zu essen für... Ich hab was zu essen. Auch Hunger. Das hat mir gemundelt. Herrlich, es war. Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallöchen. So, wir sind wieder mit Jasmin unterwegs. Wir gehen wieder auf große Wanderschaft. Den Händler besuchen, zurück zur Basis, Taschen entleeren, Blutmond vorbereiten, Jasmin opfern und ja, das sind eigentlich die Pläne für... Ja, den Göttern opfern, damit der Blutmond easy zu überstehen wird. Mhm. Ich bin 10 überladen. So, ich habe auch eine Lösung gefunden jetzt hier mit Eisen, Kohle, Blei und so weiter. Immer wenn ich sowas sehe, mache ich mir da einen Wegpunkt, ein Zelt. Also, ist ja sehr intelligent. Kannst du die sehen, wenn ich die... Weiß ich nicht. Oh, mein Kopf dröhnt, ey. Müsste ich bei Gelegenheit mal gucken, wie ich das teile. Da liegt ein Wildschwein. Komm mal hierher. Uschbär, wo bist du denn? Ja, Karl-Heinz, mal easy. Nein, das liegt da am Strohballen. Komm, Fleisch, hier. Warte, ich nehme Bogen. Das One-Shot. Jo, das will ich sehen, Alter. Ja, pass auf, du musst nur gut zielen. Warte. Jo. Bin gespannt. Ey, wieso willst du zu mir? Das wusste ich gar nicht! Mach den fertig, sonst bin ich gleich tot! Ja, ich komm doch schon! Alter. Was ist da passiert? Das war doof von mir. Ich hab mich noch auf den Strohballen geflüchtet. Ja, ich wusste nicht, dass er den wegkickt. hier ist noch eins, ne? Oh. Ja, geh auf den Strohballen. Hat mich auch gerettet eben. Kann ich nicht. Warte. Geh woanders hin. Ja, du bist ja lustig. Und gleich. Ja, und dann läuft er weg wie so ein kleines Mädchen. Ja, kommt hinterher. Der kann klettern. Der du, hast doch gerade gesehen, dass der hochkommt. Boah, jetzt habe ich aber ein Schädeltrauma, du. Ah, ich habe Durst und Hunger. Wir müssen echt mal zügig nach Hause, ey. Ich wusste nicht, dass das ein Bergschwein ist. Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Fleisch, ne? Ja. Alpentaler Bergschweine. Hoffentlich war's das jetzt und hier kommt nicht jetzt gleich noch einer. Ey, du musst mal die ganzen Steine mitnehmen. Die brauchen wir für die Pfeile und fürs Aufwerten. Wirklich? Ja, Patrick. Bist du dir sicher? Du, ich weiß gleich, wo ich mir sicher bin. Das ist ja wohl der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Warum kann ich nicht... Ah, weil ich voll bin. Ah! Hä, nö. Ich hab doch hier nur einen frei. Oh, ich hab übrigens noch was für dich. Warte. Also irgendwie spinnt das hier heute ein bisschen. Ja, ja, ja. Kann ich nicht nehmen, ich bin voll. Machen wir später. Trottel, ey. Ich hatte Angst, dass das despawnt. Wir müssen zum Händler. Ach ja, ich kann ja nichts mehr. Psst. Hä, bin ich jetzt... nein! Hau ab, Schatzi! Hallo, du musst ja, mir helfen. Ja, ja, ich habe keine Ausdauer, komm hierher. Ja, ich auch nicht. Ja, wie soll ich...
Alles klar, mein Kopf brennt schon wieder. Ich krieg hier einfach viel. Okay, ich hab's. Scheiße. Ich hab's. Hast du noch Verband? Ja, wicke ich mir gerade um. Hast du den mit dem Schweizer Taschenmesserkreuz oder ohne? Ohne habe ich jetzt. Vorhin hatte ich den Kasten. Warte. Hier. Ey, ich muss gleich nach Hause. Ich bin immer noch voll, Patrick. Ja, schmeiß irgendwas kurz raus, nimm den Verband und dann steck's wieder ein. Jasmin, mach's doch nicht alles so kompliziert. Doch. Nein. Ich gehe jetzt trotzdem Richtung Händler und nach Hause. Das ist mir zu riskant hier, ey. Lachst du gerade? Wegen den Alpentaler Bergschwein? Ja, der hat mich gekillt. Nein. Die beiden haben mich. Das würde ich nicht sagen. Erstmal, du sahst vorher schon so aus, ja? Und du siehst ganz lebendig aus, wenn du mich fragst. So wie Schwester Inge. Ruhig. Oder Karl, der Hinkebein. Der hinkende Karl. Ja, Hinke Karl, komm jetzt. Ich habe keine Ausdauer. Ich bin dezent 18 überladen. Mach wieder zu das Tor, bitte. Ich wurde in der U-Bahn geboren. Türen gehen alleine zu. Mhm. Also irgendwas stimmt hier heute. Was zeigt er mir denn jetzt hier an? Stinkefinger. Nee, mein PC hat mir hier irgendwas angezeigt gerade. Ach so. Ja, siehst du, ich krieg das nicht. Du kriegst nix? Ja, gib mir meine Sachen her. Hey, Jackass, can I lighten that backpack up for you? Congratulations. Here's your reward, sucker. Warte. Bin schon wieder infiziert. Oh. Hier. Warte. Ich kann's nicht rausnehmen. Toll. Ja, hab ich doch gesagt. Hey, normalerweise geht das. Nein, geht's nicht. Das ging bei mir letztes Mal auch nicht. Ja, dann geht das halt hier drinnen nicht. Was möchtest du haben? Natürlich ja, Antibiotika 2? Ja, ich bräuchte nämlich mal welches. Gut. Dann nehmen wir das hier. Ja, aber ich krieg keine Punkte, oder? Sehen wir gleich. Ich muss nur einmal kurz. Also du müsstest jetzt 560 Jetons. Ja, wenn du keinen Platz hast, kannst du auch keine Jetons kriegen. Ich habe doch gerade was rausgeschmissen. Und trotzdem ging's nicht. Und Jetons kann ich ja annehmen. Ja. Hast du Punkte gekriegt? Nein. Ich hab gerade gesagt. Das stand jetzt unten rechts, ne? Ich hab nichts gesehen. Kannst du mir jetzt mal das Antibiotika bitte geben? Alter. Danke. Ja, ungern, aber ich mach's halt, ne? Das ist ja eigentlich auch meins. Achso, hier. Lern das mal. Also hab ich jetzt meine Quest nicht erledigt. Also ich weiß es nicht. Nö. Hä, aber das ist komisch, weil eben gerade als wir meine Quest abgegeben haben, konntest du dir ja auch eine Belohnung aussuchen. Nee, weil ich ja meine Quest davor auch schon hatte. Ich hatte ja anscheinend dann auch säubere das Gebiet, hatten wir ja zweimal. Einmal in der vorigen Folge und jetzt die andere Folge. Jetzt die Folge war meine Quest. Und davor waren wir schon mal säubern und das war deine Quest. Und jetzt hast du meine Quest gemacht. Ja. Und ich habe hier ein X. Hm. Also möchte ich gerne nächstes Mal meine Quest wieder für mich machen. Mhm. Patrick. So, ich geh schon mal los, ne? Na denn. Tschüss.
Well, come to think of it, I do. What are you standing there for? Don't you have work to do? I'd go broke with more customers like you. So, zeig mir noch einmal kurz dein Inventar. Ich will nur mal schauen. Ich denke, du wolltest schon losgehen. Nicht das dabei, was ich haben wollte. Und ja, Honig hat er auch. Ja. Das habe ich auch mitgenommen. Mhm. Hast du noch Beton? Leider nur 341. Hm. Weil sonst hätte man noch mal so ein Dings bauen können. Eine Eisenspitzhacke. Nee. Noch mal so ein Wasserding. Nee, da habe ich nicht genug für mit. Auch nichts, was ich Ihnen jetzt verkaufen wollen würde. Ich hab 1000 noch was, glaube ich. 1223, das reicht ja nicht. So, bist du soweit? Also. Hä? Oh, you ja. Want a guarantee, huh? Ich bin well, on the bay. Na dann los nach Hause. Ja, ohne Ausdauer, durstig. Kaputtes Knie, kaputte überladen. Hand, kaputten Kopf, überladen. Da, auf dem Weg dahin ist, glaube ich, auch die Kiste. Nee. Nee, nee, du musst ja jetzt Kiste links. Kiste wäre rechts und wir müssen links, ja. Ja, wo bist du denn? Ach, da. Oh, ist das schon wieder warm. Ich habe keine Ausdauer. Oh, ich brauche ein Fahrrad. Oder ein Auto. Ja, wir brauchen die Rahmen dafür. Ja, entweder dass wir Fahrräder herstellen oder ein Auto. Auto wäre natürlich auch genial. Ja, da brauchen wir erstmal die ganzen Teile. Wir haben ja noch gar nichts davon, glaube ich. Ich hätte auch gern einen Betonmischer. Hm. Kann man hier nicht ein Auto. Nee, die sind alle leer. Auto kaputt machen? Mit den Schraubenschlüssel, den du ja bauen wolltest, könnten wir Autos abbauen. Hat sich wie so ein Vorwurf angehört. Na, Ivo. Jasmin, bitte. Nur weil das ein bisschen hinterherhängt, mache ich dir doch keinen Vorwurf. Hm? Ach ja, ich kümmere mich dafür um das, was wir für einen Blutmond brauchen. Ich auch. Ich habe letztens Grundstück essen. Abgesteckt. Alter. Mein Kopf. Ja. Vorausschauendes Arbeiten nenne ich das. Vorausschauend. Da läuft ein Huhn. Eines Tages werden wir diese Basis brauchen. Ja, du bist ungefähr einen Kilometer vor mir, deswegen sehe ich das noch nicht. Und sie läuft weiter. Im Eiltempo. Wenn ich überfallen werde, bin ich tot. Ist dann halt ihre Schuld. Ja, muss sie halt mit dem Gewissen leben, wenn sie nicht auf mich warten kann. Und nochmal, wo bist du denn? Oh Gott. Hallo, ich habe gerade keine Ausdauer. Warte doch mal. Jasmin, bitte. Das war nicht so gemeint. Auch wenn du schon schuld wärst, wenn ich draufgehe, weil du so ein Anti-Mate bist. Ne? Du lässt mich hier einfach zurück. Anti-Mate, sagt er. Der meine Belohnung einsackt. Da muss dir ein Fehler unterlaufen sein. Ja? Nee, dir ist ein Fehler unterlaufen. Huhn, wollen wir das mitnehmen? Ja, mach mal. Guck. Guck. Oh, sexy. Ich habe 140 Fleisch. Und 78 Federn.
Sexy. Bleibt er denn schon wieder? Ich warte. Das kann ich. Jetzt hat die mich wieder alleine zurückgelassen. Ich warte. Boah, wie im wahren Leben, ey. Ich hab halt keine Ausdauer. Ja, wie im wahren Leben, ich muss alles schleppen. Nee, ich hab den 11 überladen. Schon. Kopfschmerzen, Handschmerzen, Knieschmerzen, Hunger. Ich bin 17 überladen. Ich habe aber nicht meine Laufschuhe an, Jasmin. Das sind meine Ausgehschuhe. Die aber der geht echt so, wie du gehst, ey. Die sehen toll aus, aber die sind nicht bequem zum Laufen. Ist eine Frau oder was? Was? Nein, das sind männliche Probleme in 2023, Jasmin. Oh, sorry. Ja, bitte. Danke. Du benimmst dich wie 2021. Du wie bist 2000. Das Letzte. Ja. Meinst du, in unserer Bude ist es schon nachgelootet? Der Loot respawnt, ja, das kann natürlich sein, ne? Wir sollten da unbedingt mal nachgucken. Mal in den Keller gehen. Ja. Warte auf mich, Jasmin. Oh. Man hört nur so. Tap. Jasmin, ich bin zu fett, um über den Zaun zu springen. Ich gehe außen rum. Aus dem Alter bin ich raus. Jo. Oh, Jasmin. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ist schon 18 Uhr, ey. Oh ja, Blutmund ist ja quasi jetzt. Ja, ups. Weil du so lange gebraucht hast. Oh, Jasmin, guck mal. Wir hatten hier schon so schön vorgearbeitet für eine zukünftige Basis. Ja, das interessiert mich gerade gar nicht, weil das ist so unwichtig da gerade. Eieieiei. Aber wie auch immer das gemacht hat, der Typ hat Geschmack, ne? Oh. Hast du gesehen? Der erste Blitz. Ja, schön. Ja. Muss hier rein. So, Zutaten. Jetzt ist die da wieder an meiner Kiste dran. Deine Kiste, die ich erstmal sortiert habe, meinst du? Was heißt denn sortiert? Ich will's gar nicht wissen. Hat vernünftig gemacht. Mhm. Ah. Oh, Öl haben wir auch. Der da drin. Der Usen hast du hier. Ja, ich habe nicht gesehen, dass man auch eine mit Beschriftung nehmen muss. Damit man das hat. Na gut, ist ja nicht schlimm. Dann schauen wir doch mal. Was können wir denn hier noch alles verstauen? So, das wäre noch oben. Das.
Waffenteile. Mod. So, das kommt da rein. Wollte ich jetzt ungern reinstolpern. Wo? Sag ich dir nicht. Dietriche. Wo hattest du noch mal das Nähzeug? Wir haben gar keine Pistolen, ne? Sehe ich gerade. Oh, ey, mein Kopf dröhnt. So, Rohre brauche ich auch noch. Wo bist du denn? Im Keller? Ja. Warte. Jasmin! Du hast keinen Helm auf. Kann ich dir was geben? Kann ich? Ja. Ja, was soll ich damit, wenn ich keine Munition habe? Oh. Ja. Ja, frag mich doch einfach, hm? Was brauche ich denn hierfür zum Reparieren? Rohr. Ah. Hä? Stand da nicht Eisen? Kannst du Eisen, also Eisenrohr. Hab ich auch gerade weggepackt ein paar, ne? Ja, das hast du tatsächlich, in der Tat. Wo habe ich denn jetzt? Oh, ich bin ja doof. Ruhe. Ich sag dazu nichts. Wo war jetzt nochmal das Nähzeug? Ganz rechts in der Kiste, glaube ich. Habe ich nicht gesehen. So, sind wir jetzt kurz vor unserem allerersten Blutmond. Ist nicht, aber ich pack das da jetzt rein. Oh. Dann würde ich sagen, wir machen eine Unterbrechung hier. Ab morgen, Blutmond und Uhr on point. Wir wollen gucken, was schaffen wir. Schaffen wir es zu gewinnen, zu überstehen wir die allererste Welle. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, es herauszufinden. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.